So, ihr erwischt mich wieder hier beim Umbau. Kunden kommen rein, dann mache ich aber wieder aus. Ihr ruft ja an. Ich begrüße euch total recht herzlich im Jahre 2020. Ich habe im Jahre 2019 umgebaut. Hab Star Wars zwar noch, aber mehr Disney Plus. Ich mache eine neue Front. Wir sind ein Medienhaus. Wir machen Funk, Film, Fernsehen. Wir haben mit Schauspielern zu tun. Wir haben mit Stars und Sternchen zu tun aus allen Regionen. Wir waren sehr traurig. Mit 64 war Herr Vettel gestorben zu Silvester 2019. Aber so ist das nun mal. Jeder stirbt, jeder wird geboren und jeder hat irgendwas irgendwie irgendwo. Also wie gesagt, ich baue hier um. Ihr seid total recht herzlich willkommen im Jahre 2020. Ja, mal schauen, was ihr da so seht. Ich mache da eine neue Sache. Wir sind natürlich und wir bleiben auch für Alarm für Cobra 11. Wir sind auf der Seite von Erdogan, Nils und Pia und allen anderen. Und ihr seid hier im Filmstudio, Film- und Fotostudio, hier bei mir. Die beiden Herren hier, das sind hier aus Star Wars noch. Ich weiß nicht, ob ich die ins Schaufenster, ob ich die hier auch noch drin lasse, weiß ich nicht. Joa und Erdo, Dito, weiß ich nicht. C3PO, der hängt da an der Wand, vielleicht hänge ich die auch an die Wand. Ich lade euch hiermit total recht herzlich ein in das Jahr 2020. Lasst uns irgendwas Schönes machen. Wie gesagt, ich bin gerne für euch auch da. Wir können uns auch freundlich unterhalten. Wir müssen nicht unbedingt hier geschäftlich. Es geht nicht immer ums Geld. Es geht hier auch manchmal um Spaß. Und Silvester 2019, 2020 habe ich hier reichlich viel Spaß gehabt. Auch mit Schauspielern, die mich gegrüßt und die ich gegrüßt. Und wie gesagt, riesen Spaß. Ja. Auf dem Wege begrüße ich nochmal den Prashant. Ja? Auf dem Wege begrüße ich noch die drei auf der Bank. Ich begrüße einfach alle. Ihr wisst ja, wer ich bin und ich weiß ja, wer ihr seid. Und ja, Cobra 11. Wie gesagt, ich trage es heute immer noch. Seht ihr, ich hätte auch den Pulli jetzt anziehen können. Habe ich nicht. Das ist meine Arbeitskluft. Ich mache gerade, wie gesagt, das Schaufenster fertig für das Jahr 2020. Und ich begrüße euch im Jahre 2020 total recht herzlich. Besonders Anita, Maya, alle Schauspieler. Wie gesagt, auch Erdogan, der ein Star Wars-Fan, der auch mal als Star Wars-Fan vorbeigekommen. Und wir uns unterhalten. Das ist halt so. Auch Detlef Scholzen war da. Wir haben uns gerade noch im alten Jahr, wir haben uns gerade auch im neuen Jahr unterhalten, irgendwelche Sequenzen zu machen, neue Seiten zu gestalten. Und all solche Sachen. Ja? Also wie gesagt, ich bastel kräftig um. Die Leute staunen immer, wenn man so das Fenster da so macht. Ne? Der Kollege guckt da auch gerade. Ne? Der Kollege guckt da, wie er so guckt. Ne? Und staunt, wie ich am Umbauen bin. Ihr seht ihn nur. Er sagt nur Hi. Ne? Ich sage auch Hi. Wir werden hier auch umbauen. Ne? Wir haben ein neues Jahr, Mann. Da muss alles neu werden. Raus mit der Scheiße. Neu rein. Ja, nur neue Scheiße rein. Ne? Ist klar. Ne, wir schreiben das Jahr 2020, ne, der erste Kunde ist da, der sagt, was machst du denn da, ne, was mache ich denn da, ne, ihr wisst ja, was ich mache. Ne. Scheiße, lieber. Ne, ich bastel rum und mache neue Werbung. Wolltest du heute nicht irgendwie kochen und mit Gästen und so? Ja, kann ich gleich machen. Also ich wollte heute kochen und mit Gästen und die Gäste schlafen noch, da habe ich gesagt, weißt du, ne, heute Morgen war so ein scheiß Wetter. Dann ist der Vettel noch gestorben, da habe ich gesagt, der ist 64, du alter Sack, du kannst auch nicht. Weißt du, so ein Schauspieler, der hat mich irgendwie wach, komm, geh arbeiten. Da habe ich dann halt gearbeitet. Ne? Geht schneller. Sehr geht schneller. Geht ratzfatz, mein Bruder mit 59 und so weiter. Nein, also, keine Ahnung, ich habe heute also. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die kommen weg da, Star Wars hat sich erledigt, da bin ich auch so hochgradig enttäuscht von dem letzten Teil, der ist so scheiße. Nee, den habe ich nicht gesehen. Brauchst du auch nicht gucken, also. Ich habe jetzt irgendwo mal gesehen, ihre Reklame gegen Rambo 5. Ja, ja, der, ja, den gibt es immer noch. Auf DVD, da ja, ja, der lief ja vor kurzem. Der lief ja jetzt vor kurzem. Ja, kurz vor November, Dezember 2019. Jetzt im Jahre 20, das ist eine Aufzeichnung für das Jahr 2020. Ne, ist klar, die Kamera läuft, ist scharf. Deswegen, ne, ich will also ein bisschen Werbung machen, dann war es das. Ja, ne, genau, hab ich auch Lust zu. Ja, ist ja lange weiter. Ja, und wie? Ich habe tierisch lange mal. Nein, ich musste ja hier alles vorbereiten fürs neue Jahr. Und dann habe ich gesagt, komm, ey, kannst du dir jetzt
Ich muss den Zähler ablesen, ich muss die Kasse machen. Ja. Muss ich ja sowieso machen. Sonst hätte ich das morgen gemacht. Da habe ich gesagt, weißt du was? Bleib doch mal zu Hause, Mensch. Verstehst du? Mach es nicht, mach es draußen. Weil ich es machen kann. Morgen, wie doof, Leute. Morgen bleib mal zu Hause. Ehrlich, mach ich mal gar nichts. Krabbel ich da mit mir. Und die machen mir die letzte Woche auch mal freigenommen an der Stelle. Nee, geht ja nicht. Ich muss ja Geld verdienen. Ich muss Geld verdienen. Kommt rein, alle rein hier, ja. 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 Ja, wenn ihr mich jetzt im Internet seht, bei YouTube, also alle reinkommen, muss Geld verdienen. Ein Tag mehr, aber ein Tag mehr, wir haben nämlich Schaltjahr. Haha! Ja, genau. Ach ja, haben wir auch noch. Ja, genau, deswegen lief die Uhr nämlich verrückt. Die lief total verrückt. Jetzt haben sie sie neu eingestellt. Das ist ja eine Atomuhr. So eine Funkuhr. Ja, genau, eine Funkuhr. So, ich bastel weiter, du arbeitest da. Mach meinen Ausdruck. Genau, ich mache mir weiter. Ich habe heute eigentlich hier nur die Supermärkte auf, weißt du das? Einige bis 15 Uhr, einige bis 13 Uhr, einige bis 12 Uhr, genau. Musst du leben. Also hier, ne, seht ihr mich auch mal da so, ich hänge mich da oben hin. In die Mitte da. Genau, mach ich. Ja, also wie gesagt, so ist das, ne, so bleibt das. Und wenn sich das nicht verändert, bleibt das so auch im neuen Jahr, ne? Ist klar, ne? Ja. Ach, weißt du. Nee, heute Morgen wirklich. Ich hatte heute Morgen keinen Bock, zu Hause zu bleiben. Ja? Ich habe noch nie so lustig gearbeitet wie heute, ehrlich. Ja, weil heute ist mir alles scheißegal. Weiß gar nicht, ich muss mich am Montag wieder dran gewöhnen, um 4 Uhr aufzustehen. Ach ja, du musst ja dann wieder richtig kräftig arbeiten. Ich muss auch wieder arbeiten. Ja. Aber die Frage lautet, was ist eigentlich Arbeit? Kann man das kaufen? Kriegt man das überhaupt faul rumliegen ausgeht. Ne? Nee, kriegt man das irgendwie verliehen oder so? Ne? Ist das eine Auszeichnung, dass man arbeiten darf? Ne? Ja, darf nicht jeder. Nee, ey, darf nicht jeder arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hier ist der neue Laufsteg, du, ehrlich. Ich mache hier die Bücher aufzeigen, die kannst du dann mal YouTube sehen. Nee, lass mich überraschen, was ab 2020 los ist. Und ich sag dir, heute in 10 Jahren feiern wir Krieg, dann scheppert es wieder. Und dann bin ich so alt, da habe ich keinen Bock zu den Waffen zu greifen, ehrlich. Ich hätte schon Bock, so ein MG45 abzufeuern. Da, so. Ja, genau, Merkel weg, Politiker weg, die verarschen uns, wo wir daneben stehen. Echt, Politiker verarschen uns. Ja, natürlich. Und Videos verarschen. Echt, da stehe ich zu, auch vor laufender Kamera stehe ich dazu. Politiker klauen uns das Geld, während wir laufen. Während wir laufen, klauen die uns die Kohle. Ja? Ja, da geht immer mehr. Genau. Ja? Und wir lassen das mal. Wählt der letzte auch AfD? Ach nee, AfD brauchen wir nicht, bin ich ehrlich. Ja gut, aber soll das so weitergehen? Wir brauchen eine neue Gruppe 60-Jährige. Wir brauchen 60-Jährige, die wirklich aufstehen und sagen, hey Jugend, wir sind 60 geworden, wir sagen euch warum. Aber du kennst ja die Jugend, da hat mir ja so studiert, ich auch erst gehabt hier, dass jetzt Deutschland weiter Generationen gehört und wir nichts zu sagen haben, wir sollen den Alten eingehen und so. Weißt du, die Jugend soll mal genau achten, dass wir Alten das alles gebaut haben, dass wir Alten die Ideen hatten. Ja? So, dass wir Alten überhaupt aufgestanden sind durch unsere Eltern, die uns wachgerüttelt, die uns aufrecht gehalten, die uns am Kacken gehalten, ja, mit Brotsuppe, Brennnesselsuppe großgezogen, weil es nichts zu fressen gab, ja, Rezession überall. So, und die Blagen von heute mit ihren scheiß Handys, Apples und so, sind ja meine, sind die größten. Ja, aber können sie nichts. Nee, können auch nichts. Dieter Nuhr hat schon recht, wenn der da im Fernsehen Gas gibt, die kleinen Greta zur Sau macht und alles. Ja? Ey, wenn die Jugend lebt doch erst. Hör mal, ein Fünfjähriger sagt das Wort, der lebt seit 5 Jahren. So, wie ich lebe seit über 60 Jahren und habe ein bisschen mehr Erfahrung. Du auch. Ja? Was wir schon erlebt haben und vor allen Dingen in den 50er, 60er Jahren. Ja? 70er, 80er, 90er Jahre. Und jetzt, dieses neue Europa, ist ja die größte Scheiß aller Zeiten. Wir werden ausgenockt, wir werden beklaut. Ja, ja? Na wirklich, wir werden bestohlen.
Eine halbe Stunde von morgens bis abends. Ja, da ist ja schon lange nicht mehr guter Land. Nee, Deutschland ist nicht guter Land. Und wer glaubt, dass Deutschland sein Land wäre, ja, ist im falschen Irrtum groß geworden. So, das ist meine Satire-Sendung heute, da trinke ich nichts wie ein Schwein oder so ehrlich. Ich bin absolut pflegeleicht, ich bin nett, vorkommend, ich lebe gerne. Ja. Aber was hier so abgeht, ja. Die Leute lassen wir auch noch zu, weißt du? Ja, ist doch noch. Einige heben ihren Hund höher wie ein Mensch, ehrlich. Ja, ein Hund. Ist schon lange Haustier oder Autos besser behandelt werden wie die eigenen Kinder. Ja, richtig. Ja, Haustier, immer, das darf ja nicht. Ja, immer Böller, Güte, Böller nicht, hör mal, kauf Hundefutter. Ja, ist klar, du eigennützige, du. Nix da. Hier liegt ihr ballert heute Abend, hör mal, da geht die Post ab, oder ich mach dir Märchenstunde, dricke. Da zeichne ich aber auch. Echt? Ja, hast du die eingedeckte Knaller? Oh, und wie, hör mal, ich habe Tüteweise. Dann nehme ich auch auf, dann wird auch demonstrativ gezeigt, dass hier geknallt wird. Ja, aber, ey, andere knallen ihre Alte, aber ich knall die Knaller. Aber reicht dir doch. Dann pumpt dann wenigstens. Dann steht da wie nein. Wenn es aber 18 Sekunden sind. Ist doch wahr, ja. Eine Alte kannst du immer knallen, aber Feuerwehr kannst du nur einmal im Jahr, du. Ja, aber mit Sondergenehmigung bei der Hochzeit. Ja, aber. Du kriegst ja auch nicht mehr die Sondergenehmigung. Da fragen sie die auch stundenlang. Willst du die Alte wirklich heiraten? Ja, also. Ja. Muss er dann auch noch zigtausendmal Ja sagen. Ja? Und wenn der dich dann scheiden lässt, dann sagt er auch, bist du eigentlich bescheuert, hör mal, hast du dich knallen lassen da? Und jetzt hast du dich scheiden lassen. Du tickst wohl nicht lieber. Nee, also. Sondergenehmigung für eine Hochzeit, ich weiß nicht. Oder? Ja, an sich könnte man hier so eine Freibühne machen, ne? So wie in dieser anderen Satirebude da, ja, in Köln. Ein Bosch? Nee, bei in Köln, da gibt es doch diesen Waschsalon. Das gibt es auch so eine Sendung. Ja, deswegen, da kannst du hier rumlaufen, immer. Vielleicht schaffe ich das. Ja, da machst du Night Copy oder so. Ja, ey, Night Copy Show, meine sehr verehrten Damen und Herren. Habt ihr Bock im Jahr 2020? Hier ist die Bühne immer. Hier habt ihr die Leute, die könnt ihr alle verarschen. Und die verarschen euch, aber dann macht ihr Spaß. Ne? Ja. Ey, Bock drauf hätte ich. Ja, dann wäre doch mal was. Hier so eine Bühne, weißt du? Na? Ja. Ach, herrlich, hör mal. Und dann, ne? Ja. Ach, wäre das toll. Wäre das toll. Wäre das toll, wäre das toll, wäre das toll. Aber übrigens, wir haben keine freie Bühne, wir sind hier aus Medien. So. Nee, also, das Leben ist, wie das Leben ist. Also, ich kenne ja einige, die machen ja eine eigene Bühnenshow, ne? Ja. Die Leute gucken sich das mal an. Gestern ist der ausgerastet, weil er da einen dummen Spruch bekommen hat. Schon hat er 1000 Zuschauer gehabt. Und dann noch live. Ich habe natürlich sofort weggeschaltet, weil so konnte ich mir nicht reintun. Ach, ich hab, ne? Kirschli! Alte Kirschli, hä? Du alter Zigeuner, du? Hä? Ja, kenne ich nicht. Ne, Kirschli heißt der. Kirschli Entertainment Show. Kommt ja manchmal rein mit laufender Kamera, muss ich sagen, ausmachen, weil ich Kunden habe. Und wenn die Kunden nicht, dann kann er hier machen, was er will. Dann geht er auch wieder raus. Und macht dann irgendwie im Rhein-Ruhr-Zentrum weiter oder so. Und wenn er dann den Arsch aufgerissen kriegt, dann dreht er am Rad. Und das live, meine sehr verehrten Damen, live. Das hier ist eine Aufzeichnung. Das hier ist eine Aufzeichnung. So. Genug mit der Aufzeichnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Jahre 2020 kommt selber vorbei. Lasst uns Blödsinn machen. Jetzt mache ich aus die Kamera. Vielleicht mache ich es nachher wieder an. Heute Nacht mache ich es an. Ja, heute Nacht mache ich es an. So. Da
Da habe ich mal wieder das Jahr 2020 hier. Ihr habt gesehen, ich habe das Fenster gemacht für das Jahr 2020, weil wir ein Medienstudio sind, an sich für Film und Web-TV. Also mit dem richtigen Fernseher haben wir an sich nichts mit zu tun. Ich habe halt noch ein bisschen Star Wars hier stehen. Zwar nicht mehr Richtung Fenster, sondern mehr Richtung nach hier innen. Hier ist so meine kleine Mini-Bühne hier. Ich begrüße ich euch total recht herzlich. Ob euch die Show gefällt, weiß ich nicht. Muss man sehen. Viele Shows gefallen euch ja, besonders wenn man da loslegt, so richtig loslegt. So, wir haben High Noon im Jahre 2020 und ich begrüße euch total recht herzlich. Und ich hoffe, ihr habt 2019 wunderbar gefeiert. Ich hoffe, ihr habt 2019 richtig Spaß gehabt. Und ja, ihr seid hier im Fronhaber Kopierstudio, sagt das Wort schon, an der A40, an der Wickenburg raus, zweimal links seid ihr hier. Ja, wir sind hier so eine Art Fanclub für RTL International, für Cobra 11, für Erdogan Atalay, den Nils Körin, Pia Stutzenstein und diverse andere. Star Wars mögen wir halt auch noch. Wir waren nicht so begeistert von Star Wars 9 im Jahre 2019. Wir sind aber sehr begeistert von Star Wars bei Disney im Jahre 2020. Das macht richtig viel Spaß. Ja, wie gesagt, wer geht nicht? Ich begrüße euch, ich lade euch ein, kommt vorbei. Wir machen nicht nur Fotos und Film, wir machen auch noch andere Sachen. Und wir können auch vieles besorgen, ist richtig. Aber ihr besorgt es euch bei Amazon, ist klar. Amazon verdient pro Sekunde 150 Euro. Ich verdiene, wenn ich Glück habe, pro Stunde 20 Cent. Ein kleiner Unterschied. Das ist aber so. Wird sich auch nie ändern. So, ich begrüße euch total recht herzlich im Jahre 2020. Das sind die ersten Minuten, die ersten Sekunden. Wie auf Video geklatscht. Das habe ich im Jahre 2019 erstellt, gemacht. Konntet ihr auch sehen. Ich hatte auch einen Gast hier, der am Arbeiten war. Sehr netter Gast. Und es ist soweit. Starten wir in das Jahr 2020 und ihr seid nicht dabei. Ich freue mich. Mehr geht nicht. Ne? Ja, das war's dann. Ja.